Ja, ihr Lieben, ich freue mich auf unsere heute nachmittägliche Live-Gruppe. Und passend zum Thema unseres Vormittags, wo wir uns ja mit dem Schatten und der Delegation von negativen Gefühlen auseinandergesetzt haben, möchte ich den Leib heute einem Gefühl widmen, was in unserer Gesellschaft, mindestens in meiner Sozialisation, als total negativ abgestempelt wird. Das ist der Zorn. Und ich habe euch allen auf meiner Facebook-Seite ein ganz wunderbares Tube gepostet von Schramm, wo er über die große Kraft des Zorns spricht. Über die große Kraft des Zorns. Wir wissen aus der Psychologistik, dass Zorn, Wut, Hass kein Primärgefühl ist, sondern es entsteht meistens als Drittgefühl, wenn aus der tiefen Unsicherheit eines Menschen Angst entsteht und die Angst wiederum keinen Raum hat und dann als kompensatorisches Gefühl für Angst, Zorn und Wut entsteht. Und es ist natürlich immer unser Ziel, mit dem Menschen auf die Ebene der Sicherheit zu gehen und die Sicherheit im System zu stärken, dass gar nicht erst Angst und dann halt Zorn und Wut und Hass entstehen muss. Andererseits ist es einfach so, und es lehrt uns ja die Gestalt, dass wir unsere Klienten abholen, wo sie sind. Das heißt, wenn ein Mensch zu uns kommt, der ganz viel Zorn hat, dann sagen wir nicht zu ihm, naja, da ist ja aber ein Sicherheitsproblem, arbeiten wir mal an der Sicherheit. Sondern wir geben ihm erstmal einen Raum, in dem der Zorn sein darf. In all seiner Kraft, in all seiner Dynamik, in all seiner Wahrheit. Und wir unterstützen ihn, wir durchleiben ihn, wir machen mit ihm Gestalt, wir trommeln für ihn. Manchmal sind wir sogar surrogatisch erstmal für ihn zornig. Ich habe Patienten gehabt, gerade mit einer Krebsdynamik. Die hatten so viel unterdrückten Zorn, dass sie überhaupt nicht in der Lage waren, den auszudrücken. Und dann habe ich erstmal eine surrogatische Arbeit für die gemacht, habe ich erstmal für sie ihren Zorn gelebt, dass sie durch meine surrogatische Arbeit animiert wurden, ihren Zorn überhaupt erstmal ansatzweise auszudrücken. Oder wir kennen es in der Gestalttherapie, wo ein Mensch seinem Schänder, seinem Quäler, seinem Folterer gegenüber sitzt. Und wir fordern ihn auf, dem Schänder, den Folterer, den Quäler, dem Verstoßer etc. etc. den Zorn zu zeigen. Und der sitzt da einfach nur da und sagt, ich habe nichts, ich fühle nichts, aber dafür habe ich seit 14 Tagen eine beginnende MS. Und dann fordern wir die Gruppe auf, den Klienten zu doppeln. Und dann stehen Leute auf, treten hinter den Klienten und drücken für den das aus, was sie wahrnehmen, was er hat, aber er nicht ausdrücken kann. Ich erlebe das ganz oft, wenn ich mit Frauen arbeite, die schwere Schändung erlebt haben und die das aus vielfachen Gründen völlig dissoziiert haben. Es gibt wirklich Frauen, die sitzen vor mir in der Praxis auf meinem Sofa und erzählen mir sehr ruhig und sehr gelassen und fast unbewegt, was ihnen alles Schreckliches passiert ist. Und ich werde total unruhig. Ich fange an zu schwitzen. Schlimmstenfalls fange ich an zu heulen, weil ich den Zorn nicht so zulasse. Ja? Und das vierte Gefühl, wenn ich den Zorn unterdrücke, nur noch mal kurz angedeutet, gehe ich in die Depression und in die Autoaggression. Also Unsicherheit, Angst, Zorn, Depression, Autoaggression, Krebs, MS,
weiß ich, was noch alles an autoaggressiven Krankheiten möglich ist. Und so genau ist die Rückführung. Autoaggression, Trauer, dann kommt der Zorn. Zorn, Angst, dann kommt die Angst. Angst, Mangel an Urvertrauen, Unsicherheit, Verlassenheit. Also so arbeiten wir uns im Grunde rückwärts durch die Psychosystemik, Psychodynamik, bis wir bei der Grundunsicherheit eines Menschen angekommen sind. Ja, also ich erlebe das dann ganz oft, dass ich total wütend werde, so Pumpgun-Ladegeräusche richtig im Ohr habe und dann zu der Klientin sage, sagen Sie mal, aber Sie sind doch, Sie wirken so gar nicht sauer, was ist denn mit Ihnen? Nö, ich bin überhaupt nicht sauer, ist mir halt passiert, liegt wohl an meinem Planeten, schlechtes Karma. Schlimmstenfalls waren sie bei irgendeinem Atta-Arsch, der ihnen erzählt hat, alles ihre Schöpfung, irgendwie sowas, ja? Und dann sind wir es in einer Gegenübertragung, die dann diesen Zorn erstmal ausagieren. Wie oft habe ich geträumt, teilweise ganze Traumserien, wenn mir Frauen von ihren Schändungserlebnissen erzählt haben, dass ich nachts unterwegs bin und diese Täter suche. Diese Täter, wie früher der Mossad bei den Nazis, nach dem Krieg stelle, eliminiere und kurz bevor ich ihnen den finalen Kopfschuss gebe, ihnen nochmal sage, für wen? Für die Mädchen von Treblinka, für die Susanne, für die Laura, für die Dump. Es waren so reale Träume, dass ich manchmal morgens in die Zeitung geguckt habe und geschaut habe, ob ich da irgendwas gefunden habe, weil mir nicht klar war, wie weit war da was real dran. Ja, was machen wir im Zornleib? Der behandelt wird, der durchleibt wird, der seinen Zorn hoffentlich ausdrücken kann während der Sitzung, erzählt erstmal, wo er glaubt, dass in ihm Zorn ist und dieser Zorn irgendwie noch steckt. Und am besten empfehle ich immer, dass der Patient im Schneidersitz sitzt und erzählt, ich habe mich gestern über den Hans-Peter so geärgert, den hätte ich am liebsten das rechte Ohr abgebissen, aber ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Denn denken alle in der Gruppe, ich bin doof, ich bin unbeherrscht, ich bin unerleuchtet. Und dann animieren wir ihn, den Klienten mit diesem Zorn in Kontakt aufzunehmen. Wir kennen ja von der Heidi Barth diese Zornübung, eine Hand des Patienten ist hier auf einer Hand von uns und die andere Hand schlägt immer wieder auf unsere offene Hand. Und wir animieren den Patienten. Zeige deinen Zorn, zeige deinen Zorn. Ey Mann, Hans-Peter, ich bin so zornig auf dich. Ich bin so zornig auf dich. Ey Mann, Hans-Peter, ich bin so zornig auf dich. Ich bin so zornig, 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 zornig. Ah! Und wir animieren ihn. Ja, komm, zeig den Zorn, lass ihn raus. Mach, mach, mach. Bei der Leibarbeit ist es ganz ähnlich, aber noch ein bisschen tiefer, würde ich sagen. Wenn der Patient anfängt mit seinem Zorn, der ja tief in seinem epigenetischen Raum verwurzelt ist, Kontakt aufzunehmen, beleiben beide, wir arbeiten in Dreiergruppen, beleiben ihm und versuchen, diesen Zorn aus dem Leib im Grunde zu lösen. Wir spüren mit unseren Händen, wo sitzt beim Klient der Zorn? Wo ist der Zorn fest? Und es kann auch sein, wenn wir so tolle heilende Hände haben wie Eleonore, dass wir denn mal in den Nacken greifen. Und natürlich hat der Patient wie immer jederzeit das Recht, Stopp zu sagen. Aber es kann sein, dass wir mal in den Nacken drücken müssen. Und wir drücken in den Nacken. Und wir drücken in den Nacken. Und einmal kommt der Zorn. Und wenn der Zorn kommt, ihr habt eure Knüppel mitgebracht. Und die liegen vor euch, diese Knüppel. Dann nehmt ihr diese Knüppel, geht in euren Zorn. Und die Leiber leiben weiter. Der Zorn sitzt ganz oft Steißbein, Kreuzbein. Da sitzt der Zorn.
Der Zorn sitzt ganz stark im Anus. Und unter dem Zorn sitzt im Anus die Angst. Andererseits nur ein losgelassener Anus führt zur Sicherheit. Ist ein Thema, was wir jetzt hier so nicht behandeln. Aber ihr könnt im Grunde wirklich, wenn der Patient es will, wir sind ja alle bekleidet, auch mal die Hand auf den Anus legen von außen und den Anus leicht vibrieren. Ihr werdet sehen, was da für ein Gefühl hochkommt, wenn man den Anus nur leicht vibriert, über die Hose natürlich. In anderen Settings geht es auch anders, aber hier sind wir ja bekleidet. Und dann ermutigen wir den Patienten, seinen Zorn einfach mal auszudrücken und mit dem Ast, ich befürchte. Dann habe ich mehrere. Dann hast du mehrere, dann schlägst du mit dem kleinen Teil weiter. Und wenn der Patient in diesem Zornausdruck ist, leiben wir ihn weiter und meistens Erfahrung, weicht der Zorn, wir leiben weiter und mit einmal merken wir, wir sind an der Angst. Und wenn wir an der Angst sind, nehmen wir den Patienten einfach in den Arm, halten ihn fest und lassen ihn seine Angst, die unter dem Zorn verborgen war, einfach spüren. Und keiner weiß, wen ihr hier heute alles getötet habt. Keiner weiß, wem ihr den Kopf heute breiig gehauen habt. Keiner weiß, wem ihr diesen Stock in den Arsch gesteckt habt. Keiner weiß das. Es bleibt unser Geheimnis und keiner wird je darüber reden. Aber ihr habt hier einen sicheren Raum, diesen Zorn zu zeigen. Und ihn von euren wunderbaren Leibern lösen zu lassen. Zum Format irgendeine Vorgehensfrage. Super. Ja. Machen wir alle drei Schritte, also in die Hand? Wir machen nur Leib und wenn denn der Zorn kommt, der Stock. Das würde uns sonst überfordern. Du, ich meine über dieses Format. Kannst du ein fünftägiges Seminar machen? Wir öffnen hier einfach nur mal einen Raum. Das ist ein Format, da kannst du 20 Jahre bioenergetische Therapie mitmachen. In meiner bioenergetischen Analyse habe ich stundenlang mit Töppichklopfern auf irgendwelche Schaumstoffblocks gehauen und Mutter, ich töte dich geschrien, bis mir die Hände bluteten. Das brauchen wir alles nicht. Weil durch die Durchleibung wir im Grunde ja die Blockaden lösen, die den Zorn zurückhalten. Das ist ja das Schöne, wenn man sowas leibtherapeutisch unterstützt, dass das einfach ganz viel fließt und wo jemand sonst eine Stunde schreien muss, muss er vielleicht mittels der Beleibung nur 3 Minuten schreien. Doch, kannst du. Du kannst sagen, ich will jetzt meinen Vater breiig klopfen. Kannst du. Den Schänder, den Unterdrücker, den, der dich verlassen hat, den, der dich verraten hat. Und es gibt keinerlei moralische Begrenzung. Auf der Ebene des Leibes ist alles erlaubt. Ja, ich würde jetzt gerne euch in Dreiergruppen wieder teilen. Wir fangen sofort an zu arbeiten. Nein, nun nicht unbedingt einer aus der Gruppe, sondern wirklich am besten auf den Boden hauen, leibend unterstützt. Und ihr könnt mal auf eins achten. Versucht mal, wenn es die Kontrolle noch zulässt, wobei ihr könnt auch völlig unkontrolliert prügeln, bei der Ausatmung zuzuhauen. Und wenn irgend möglich, aber das wissen wir ja, ob beim Sex oder bei der Wut oder beim Heulen, was hat mir das Heidi eingetrichtert? Weiteratmen. Also nicht, das ist so wie, ich komme jetzt. Sondern, ah, 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 ah.
Und auch nicht quieken, sondern versucht wirklich den Ton aus der Tiefe eures Unterleibs. Also ich sage tatsächlich immer, wir Männer schreien aus den Eiern und wir Frauen schreien auch aus den Eiern. Ihr schreit halt aus mehr wie wir. Ja. Frage beantwortet. Und versucht, wenn ihr sehr, sehr, sehr Schrundierstöcke habt, bindet vielleicht irgendwie ein Stückchen, ich möchte nicht, dass ihr Splitter in den Fingern habt oder so blutige Hände wie ich damals. Gut, dann für euch, für mich und die Erben der Zukunft.